Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mal mit einem Thema, das mit Basketball nichts zu tun hat, aber da ich einfach ein unglaublich leidenschaftlicher Zocker bin, seit ich ein Kind bin, ich spiele schon länger Videospiele, als dass ich Basketball spiele, daher muss ich dazu ein Thema machen und auch deshalb, weil ich letztens in einem GameStop drinnen war in München. Ich bin da extra hingefahren, um mir günstigere Spiele zu suchen. Also ich habe zwei Titel habe ich gesucht, ich habe gedacht, hey, die sind jetzt schon 2 Jahre auf dem Markt, die muss es doch günstiger geben und wo kaufst du die? Im Internet habe ich auch nicht wirklich was gefunden. Da dauert es immer zu lange. Und ich war gerade in München und habe gedacht, hey, fahrst du halt dahin und holst dir die mal schnell. Ne? Schnell, Sommer. Aber erstmal zum Wesentlichen. GameStops Filialen schließen komplett in der Schweiz und in Österreich 2023. Ne? Da wird es keinen einzigen Shop mehr geben. In Österreich und der Schweiz. Die sind komplett weg. Und Deutschland ist auch schon die Rede davon, also nächstes Jahr tut sich was. Und wo ich da halt gerade auch in München war, in diesem GameStop in München, um in der Hoffnung, mir ein günstigeres, gebrauchtes Spiel zu kaufen und ich so krass enttäuscht wurde, wieder mal, jedes Mal eigentlich. Egal, ich war schon in so vielen GameStops in Hamburg, in Berlin, in München, überall. Ich schaue immer wieder rein, weil ich halt wirklich einfach gerne Videospiele spiele, auch Fire und auch Merchandise oder sonst was von Videospielen. Ich gucke einfach gerne. Das ist so, bin ich so ein bisschen meine nerdige Veranlagung, das feiere ich einfach. Und ja, das Krasse ist einfach bei GameStop, was du immer sofort schlagartig in die Fresse kriegst, ist halt einfach der krasse Preis, Alter, ne? Und du liest nicht umsonst immer wieder im Internet die ganzen Kommentare oder sonst was von Leuten, die sich halt beschweren, drüber aufregen, dass der Laden so unglaublich krass teuer ist, ne? Das ist schon mal, das ist einfach richtig krass. Und da frage ich mich echt, wie kann das eigentlich sein, dass der Laden pleite geht, obwohl die ja so viel verdienen? Ja, so viel werden sie damit nicht verdient haben, weil sie einfach zu teuer sind und die Leute das einfach nicht kaufen. Ich meine, es ist ja auch verständlich, oder? Und natürlich, hey, dass die Filialen nicht schließen, natürlich nochmal dazu. Es ist schade, Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, ja, aber GameStop ist halt in der Hinsicht nicht der richtige Arbeitgeber, weil da frage ich mich auch, ich weiß nicht, wie die Löhne bei GameStop sind, wer da arbeitet, aber wenn die schon so krass im Verkauf sind, so dreist und frech überteuert, denke ich mir, dass die auch damit Geld einsparen, indem sie den Mitarbeitern wenig zahlen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt nur mal so ein Gedanke, wenn ich ein bisschen weiterdenken würde. Wenn du da mal gearbeitet hast, gerne Feedback dazu. Jedenfalls GameStop, egal was. Und ich habe halt ein Spiel gesucht. Für meine kleine Tochter wollte ich gebrauchte Spiele kaufen. Nintendo-Spiele sind schon 2 Jahre alt. Die kosten halt neu, ich glaube 50 Euro. 45 Euro ab und zu im Angebot, ne? Aber neu. Im Angebot neu 45 Euro, ne? Kriegst du das ab und zu. Das Angebot gibt es jetzt gerade zur Zeit nicht, deshalb habe ich gedacht, hey, kaufst es dir halt gebraucht für 30 Euro. So mein Gedanke, ne? Und dann gehst du da rein, hab die Titel schon in der Hand und dann kosten die halt wirklich gebraucht. Das sind gebrauchte Spiele, ne? Die kosten gebraucht genauso viel oder sogar mehr als neu. Und das ist halt No-Go. Wieso sollte, da frage ich mich, wer geht denn bitte in den Laden und kauft sich ein gebrauchtes Spiel für den gleichen Preis, als wenn es neu kosten würde? Das macht doch kein Mensch. Das kannst nicht bringen. Ich verstehe schon, natürlich, man muss viel mit einberechnen, wenn du so einen Laden führst. Ne? Betriebskosten, hey, Angestellte bezahlen Strom, Wasser, alles. Ne? Steuern müssen davon noch abgezogen werden, ist klar, Mann. Aber das funktioniert halt nicht in der Marktwirtschaft. Ich jetzt hier als Analysenexperte. Es funktioniert halt nicht, wenn du ein gebrauchtes Produkt auf dem Markt zum gleichen Preis verkaufst, als wenn du es neu bekommst. Das funktioniert nicht, egal wo. Egal wo, außer die Ware ist halt wirklich nicht mehr verfügbar. Du hast so ein Spiel, das wird neu nicht mehr hergestellt zum Beispiel, ein Klassiker, dann ist es klar, dann kannst du sogar noch mehr verlangen, weil du sagen kannst, okay, hey, dieses Spiel gibt es nirgends mehr. Klar muss man da mehr verlangen, aber es geht ja um Spiele, die halt in der Massenproduktion sind und die werden dir hinterhergeschmissen in der Art, weil es so viele davon gibt und neu kostet es einfach 45 Euro. Dann kannst du jetzt nicht sagen, hey, hier, ein gebrauchtes Spiel, kriegst du auch für 45 Euro. Wer soll das kaufen? Wie dumm bist du? So, da denke ich mir, hält GameStop seine Kunden für total dämlich?
Und dann frage ich mich auch, wer kauft das? Hat das jemand von euch gekauft? Ich bin wieder raus, ohne was zu kaufen. Hab mich aufgeregt, hab dann über 1,5 Stunden verschissen, wegen der Fahrt, München, Stau, dahinfahren ins Einkaufszentrum, alles Mögliche, verstehst du? Werd dann nicht mehr hinfahren, aber ja, hat sich eh ergeben, weil den Laden gibt es nicht mehr. Und auch so, ich habe nie bei GameStop was verkauft, aber ich habe schon gehört und gelesen und auch gleich der Gedanke, dass das natürlich Fakt sein muss, wenn du da ein Spiel verkaufen möchtest. Gibt es auch so viele lustige Videos dazu. Dann bekommst du für ein Spiel, das halt gerade neu ist, 50 Euro, kriegst vielleicht 5 Euro. Ne? Und das ist halt das Krasse. Die kaufen dir dann so dreist, wie sie sind, das Spiel, was eigentlich 50 Euro neu kostet. Klar, ist sofort Verlust dabei. Müssen wir nicht reden. Aber die sind halt unterste Schublade dreist. Ne? 50 Euro kostet es, der sieht das, der Käufer, und sagt, der Händler, der da drin arbeitet, die sind natürlich auch geschult, die müssen sich an diese Vorgaben halten, und sagt dann, okay, hey, es kostet neu im Laden 50 Euro, ich gebe dir jetzt 5 dafür. Ne? Nimm es oder lass es. Verstehst du? Und jemand, der dann wirklich gezwungen ist, gedrungen ist, oder der auf Kohle scheißt, okay, hier 5 Euro. Und dann haben die halt wirklich auch schon 45 Euro Differenz. Gewinn könnte man so sagen, ne, muss der aber alles wieder dazu rechnen. Das ist einfach nur jetzt ein Beispiel. Und dieses Spiel, was sie für 5 Euro Gewinn eingekauft haben, verkaufen sie dann wieder für den gleichen Preis. Ne? Verkaufen sie dann für 50 Euro wieder weiter. Verstehst du? Und so können die voll Gewinn machen. Natürlich Steuern abziehen, hey, müssen wir nicht erwähnen, aber ihr wisst schon, das System ist eigentlich geil. Geil durchdacht, nur leider kauft es halt keiner, weil es halt zu teuer ist. Ne? So ganz ging es halt dann doch nicht auf in der Praxis, weil ansonsten würden die Filialen nicht schließen, oder? Du kannst natürlich auch sagen, aber Mike, heutzutage nur noch digital. Ich wette mit dir, es gibt viele Menschen, so wie mich auch, ich bevorzuge die richtige Fassung, also was Reales, was zum Anfassen. Discs, ich liebe Discs, die Hüllen und so. Ich würde das immer bevorzugen, bevor ich mir digital was kaufe, alleine auch schon im Weiterverkauf. Ich kaufe mir ein neues Spiel, dann zocke ich es durch, ich habe vielleicht gerade eine Woche Urlaub und danach verkaufe ich es wieder. Habe ich jetzt auch gemacht mit Wild Evil West, habe ich durchgezockt innerhalb von einem Wochenende, das ganze Wochenende durchgesuchtet. Jetzt habe ich es dann auch noch verkauft für 40 Euro, verstehst du? 20 Euro dann um den Dreh Verlust gemacht, aber trotzdem, ich habe es verkauft und passt. Verstehst du? Mit einer digitalen Version kannst du es nicht machen, oder? Das sollte vielleicht, und das wird auch irgendwann mal kommen, dass man digitale Versionen irgendwie mit einem Code oder so an jemand anders weiterverkaufen kann. Und da würde es dann auch Sinn machen, dass da das wenig Wertverlust ist, weil eine digitale Version hat ja keinen Verschleiß. Ne? Wie zum Beispiel eine Disc kannst du verkratzen, die Hülle kann kaputt gehen, Knicke rein, Wasser drüber, alles Mögliche. Ich wette mit dir, das wird eines Tages kommen, dass du digitale Spiele auch mit einem Code oder so weiterverkaufen kannst. Ne? Da macht wahrscheinlich der Hersteller noch ein bisschen Kohle mit irgendwie so. Aber das muss eigentlich die Zukunft sein. Und wenn nicht, und mir jetzt jemand meine Idee Cloud und war für Millionen, Milliarden verkauft, bin ich selber schuld. Aber was soll man machen? So, mal jedenfalls, ja, GameStop hat ein Ende. Dazu noch eine Story bei mir aus der Kindheit. Bei uns in Rosenheim, ich komme aus dem Chiemgau, gab es einen Laden. Ey, das war der heilige Gral für mich, zumindest in meiner Kindheit. Das war ein Laden, so ein Pfandhaus in der Art, und der hat halt gebrauchte Sachen gehabt und vor allem Videospiele. Der hatte Super Nintendo Spiele, Mega Drive Spiele, Game Boy, was halt damals in den 90er, was war das, 1992 bis 95, 96, ich weiß nicht, wie lange der Laden sich gehalten hat. Jedenfalls hatte der ein sehr geiles Konzept, Mann. Du bist hingegangen mit deinen alten gebrauchten Spielen, die du nicht mehr gespielt hast, die du nicht mehr wolltest, und konntest die eintauschen. Und der hatte wirklich eine krasse Auswahl. Der hatte 100 Spiele, der hatte immer 100 Spiele von jedem System ungefähr da. Die musst du dir natürlich erstmal ansammeln. Und dann konntest du einfach ihm dein altes Spiel geben, hast ihm 10 Mark gegeben, D-Mark, ne, damals noch, und dann durftest du dir ein Spiel mitnehmen. Ne? Das war ein Tauschgeschäft und plus 10 Euro hat er da verdient. Ey, und das war unglaublich geil. Ne? Du bist mit 10 Spielen hin, hast 100 Euro da gelassen, hast aber 10 neue Spiele wieder mitgenommen. Also das war gigantisch. Das System war gigantisch. Leider hat sich der gute Mann auch nicht durchhalten setzen können, aber es ist auch schon ewig. Das ist über 30 Jahre her, Alter. Das ist auch wieder ein anderes Level. Aber das war damals so geil. Wer aus Rosenheim ist, in meinem Jahrgang so ein bisschen, wer kennt noch einen Onkel Teddy? Teddys Laden, ey, das war so fett.
Das ging bis Xbox 360, glaube ich, in dem Bereich. Danach hat er dann aufgehört, leider. Aber das war so fett und vor allem, ich weiß halt noch, das war der schönste Ort für mich als Kind, wo meine Mama mit mir hingehen konnte damals. Dieser Laden, Alter, ne? Boah, wir holen uns neue Spiele, ey, alleine. Und dann bist du davor gestanden, hattest wirklich hier 100 Spiele. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht waren es auch nur 50, egal. Du hattest halt hier 50 Spiele vor dir liegen und boah, welches nehme ich, Alter? So geil. Das war, ey, das ist so Kindheitserinnerung. Das war einer wirklich der schönste Ort in meinem Leben zur Kindheit. Dieser Laden, Onkel Teddy, Mann. Ich glaube auch nicht, dass der noch lebt. Der war damals schon ziemlich alt. Schade eigentlich. Ja, Flashback Memories, so für mich. Und das kannst du halt natürlich damit sowas Lieblosen wie GameStop nicht vergleichen. Ne? Stell dir das vor. Stell das mal so bildlich vor. Du gehst hin bei GameStop, gibst ihm ein neues, altes Spiel. Du musst natürlich auch ein bisschen kalkulieren, ne? Was ist neu, was nicht mehr. Du musst dich mit den Spielen auch auskennen. Was ist welches Spiel wert? Das ist dann ein bisschen schwierig. Du konntest natürlich, kannst natürlich nicht ein Spiel, das dann 10 Jahre alt ist, umtauschen und das auch noch scheiße ist und nichts wert ist. Ne? Weil Spiele sind ja auch unterschiedlich wert. Gibt dir die Spiele von Nintendo zum Beispiel? Spiele von Nintendo, weil ich wollte meiner kleinen Tochter natürlich auch ein Nintendo-Spiel kaufen, die sind selbst nach 2 Jahren, nach 3 Jahren immer noch genauso teuer wie am ersten Tag. Ne? Nintendo ist krass. Ich feiere Nintendo eigentlich dafür, dass die mit dem Preis der Spiele nicht runtergehen. Ne? Da kommt natürlich auch wenig Neues nach, aber ein Super Mario Kart 8 zum Beispiel, das kostet immer noch genauso viel wie am ersten Tag, oder? Hat sich nichts getan. Zelda, Super Mario Spiele, alles. Ne? Nintendo ist da einfach. Und wenn du dir die Konkurrenz gibst, PlayStation, sonst was, du spielst ein Spiel 2 Wochen später eigentlich schon 20 € günstiger im Internet, oder? Oder die Hälfte oder noch mehr. Das ist halt so. Wenn das Spiel noch scheiße ist, dann wird es da hinterhergeschmissen. Aber so ist nun mal der Spielemarkt. Ja, Mann, so sieht's aus. Meine Meinung zu GameStop ist es wirklich schade drum. Für mich eigentlich nicht. Natürlich, hey, tut mir leid für diejenigen, die ihren Job verloren haben. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch was Besseres da draußen. Ne? Man sagt ja so schön, eine Tür geht auf, zwei gehen, zwei, eine Tür geht zu, zwei gehen auf. So heißt es. Mit Sicherheit, Alter, mit Sicherheit. Da kommt noch, kommt was Besseres auf euch zu. Soll jetzt kein blöder Spruch sein, aber ich weiß ja, wie es bei mir im Leben ist. Daher, so sieht's aus. So, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.